Hallo, ich bin hier in dem Spiel Mation City Escape. So, ich hatte das Spiel schon ziemlich oft und weiß vielleicht auch noch einiges. Ich fange jetzt gleich mal an. Dieses Spiel ist so spannend, es ist echt cool. Mechaniker, kannst du mich hören? Es sieht so aus, als wärst du für längere Zeit in Ohnmacht gefallen. Vor 24 Stunden haben unsere Astronomen einen Meteoritenschauer entdeckt. Er bewegt sich direkt auf die Stadt zu und wird uns schon sehr bald treffen. Wir evakuieren jetzt die letzten Bürger mit den Zeppelinen. Deine einzige Chance zu überleben ist der Weg durch die Abwasserkanäle. Versuche, den Hebel zu finden, der den Notschacht öffnet. Da ist er. Tippe auf das Objekt, um es aufzusammeln. Etwas davon scheint zu fehlen. Tippe auf die Zurücktaste und suche nach weiteren nützlichen Gegenständen. Das ist ein Weg. In Ordnung, schau dich um. Es gibt keine Zeit zu verlieren. So. Ja, genau. Das kenne ich schon. Hier ist etwas Interessantes, das du dir ansehen solltest. Versuche das hier zur Seite zu schieben und dann in die andere Richtung. Ach ja, eine Scheibe, ein Kugellager. Ein Zahnrad. Ich hab's kapiert. Ich weiß, wie das geht. Okay. Zack. Zack. Irgendwas musste man da doch auch noch öffnen. Ich tippe jetzt einfach mal wild auf dem Bildschirm rum. Aha. Aha. Ich hab's kapiert. Und jetzt? Off. Okay. Jetzt, was hat mir das jetzt gebracht? Nichts. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe es eindeutig schon öfter gespielt und bin auch schon viel weiter gekommen. Ja, das war immer eins meiner Lieblingsspiele. Ach ja, das muss man nach unten ziehen, stimmt. Zack. Oh ja. Dahin. Und drehen. Notfallschacht gesichtet. Super. Erstes Level geschafft. Gut. Ach, wisst ihr was? Mache ich gleich auch das zweite. Soweit, so gut. Versuche deine Fähigkeiten zu benutzen, um die Tür zur Maschinenstadt zu öffnen. So. Ah ja, okay. Das Gummi hier brauche ich. Den Schraubenzieher. Daran erinnere ich mich eigentlich noch recht gut. Aha. Zack, 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 zack. Aha. Und was mache ich da jetzt? Ach ja. Wenn das mal nicht dahin gehört, das Gummi, genau. So. Oben hängt ein Zahnrad. Vielleicht kann ich das mit dem Schraubenzieher irgendwie runterholen. Nee. Geht nicht. Habe ich auch schon versucht, ja. Jetzt weiß ich auch nicht mehr. Das sind Symbole auf dem Karton. Eieiei. Für was brauche ich denn den Schraubenzieher? Ach, das ist kein Schraubenzieher. Das ist ein Kolben. Ich habe verstanden. So, und wie muss ich das jetzt drehen? Welche Position? Vielleicht helfen mir da die Sachen auf dem Karton weiter. Nee. Tun sie auch nicht. Die Zeichnung hilft mir nicht weiter.
Puh. Vielleicht ist irgendwo auf einer Wand was geschrieben. Okay, das kennen wir auch schon. Da oben das Zahnrad ist, da hängt, das wird doch auch noch gebraucht. Ganz bestimmt. Ei. Jetzt bin ich aus Versehen auf den Zurückknopf gekommen. Ach. Ach ja, ich wusste gar nicht, dass ich das bewegen kann. So. Ich kann es aber immer noch nicht irgendwie aktivieren. Seltsam, seltsam. Wie geht das noch? Irgendwas steht doch auf diesem. Ach so. Okay. Jetzt weiß ich es. 3, 6 und 1. Römisch 3, Römisch 6 und Römisch 1. Und es bewegt sich. Juhu, es dreht sich. Und das hier dreht sich auch. Und dieses Tor öffnet sich. Das Gitter. Oh, geschafft. Juhu. So, die düstere Gasse mache ich beim nächsten Mal. Sonst wird mein Speicher wieder so voll. Bis zu meinem nächsten Video bei Alexo XY. Vielen Dank fürs Ansehen. Das nächste Video wird bald kommen.